Das war ein Skype-Gespräch damals. Und das Lustige bei dem Skype-Gespräch war, es war sehr heiß. Und ich war oben herum im Business-Outfit und unten herum mit einem Shorts ausgestattet. Also das war so viel zum Dresscode. Meine Tipps für zukünftige Bewerber ist, einen schönen Lebenslauf tabellarisch und klar und deutlich die Motivation herausarbeiten, warum er für diese Firma arbeiten möchte. Das kann sein, ich möchte an der Technologie arbeiten, ich möchte an der Zukunft dieser Firma mit teilhaben. Das ist klar und deutlich für mich. Technische Grundausbildung ist natürlich notwendig, um einfach auch die Zusammenhänge verstehen zu können. Alles andere ist aus meiner Sicht Training on the Job. Ein ganz wichtiges oder ein nicht zu unterschätzendes Detail ist, dass sich der Kandidat im Vorfeld vorbereitet und über den Job, um den er sich bewirbt und auch um dieses Unternehmen. Auf mein Bewerbungsgespräch habe ich mich gut vorbereitet. Dabei habe ich vor allem die MIBA Homepage quasi studiert. Und ich glaube aber, dass das Ausschlaggebende nicht die Vorbereitung war, sondern wie man auftritt bzw. man selbst ist. Es gehört auf jeden Fall noch dazu, dass man erwartet, dass der Kandidat auch Fragen stellt. Also er sollte sich auch interessieren dafür und dieses nicht nur abnicken, sondern auch aktiv in diesem Bewerbungsgespräch mit dabei sein.